Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Und natürlich auch willkommen zurück auf Hof Bergmann. Heute ganz in der Früh, ja, so getreu nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, werden wir heute einfach mal ein bisschen Gartenernte betreiben und vielleicht das ein oder andere auch verkaufen. Wir gucken mal, was unser Garten denn hergibt, ob schon was da ist. Ja, ich denke schon. So, wir haben mal unseren Schrebergarten vorbeifahren. Wir werden das irgendwann lernen. So, schauen wir mal, wie es denn aussieht. Also wir haben, oh ja, steht schon was. Eine Kiste Tomaten. Okay. Wie sieht denn das aus? Also, gehen wir erstmal mal hier. Kann ich die hier verkaufen oder muss ich die tatsächlich an den Laden beibringen? Ja. Wenn ich die hier in dem System verkaufen, nee, ne? So. Ah, sieht nicht ganz so aus. Na gut. Wäre ja auch ein bisschen zu einfach. So. Ah, kriege ich das hier wieder gelöst? Jawohl. So, schauen wir mal, ob man das hier irgendwie so halbwegs hinstellen kann. So, was haben wir hier? Oh, zwei Kisten Erdbeeren. Ja, nice. So. So. Naja. Da. Jump. Nein. Man lässt aber auch schnell alles aus der Hand fallen, ey. Einfach mal mit der Gerade. So, oh Mann. Ist ja fast ein Transporter, ey. So, hätten wir. Was haben wir hier im Angebot? Das sieht so nach Salat aus. Jawohl. Sehr, sehr nice. Also die Produktion ist Wahnsinn. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass das so schnell von dann geht. So. Ja, sieht gut aus, oder? Jawohl, ja. So sollte das nicht sein. Da muss einfach nur ein wenig haben. Ui, ja, perfekt.
So. Nächster. Alles noch. Voll in Übung. So. Der nächste. Oh Mann. Da. Ja, komm. Komm mal die Dreh. Komm, dreh, dreh, dreh. Ja, so, ja. Was? Perfekt. Klettern wir mal erstmal hier rauf auf den Wagen. Ja. Bestens. So, da hinten haben wir noch Blumenkohl. Wow. Das alles, ob man das alles wegkriegen mit einer Fuhre. Ja, müssen wir eigentlich noch uns einen Anhänger bald besorgen. Ich glaube, es gab einen, ne? Oder? Mal gucken. Er hat gar keine Anhängerkupplung, oder? Doch. Er hätte. Okay. So. Oh, dann hätten wir noch Blumenkohl. Schmeiß weg, ich hab's geahnt. Die teure Ware, Mensch. Ja. Knopf. So, warte mal. Ich das drehe. Drehen. Ja. Ja. Was? Ist wie Tetris. Gemüse-Tetris. so schnell wie das produziert, kannst du gar nicht laden. Schon wieder. Neuer Kohl auf dem Blumenfeld, auf dem Feldrand hingestellt, Mensch. So. Aber muss noch mal hier hoch? Nein. War schon knapp. Wir müssen tatsächlich noch mal hier hoch aufs Auto. Zack. Und oben lässt sich irgendwie besser richten, das Ganze. So. So. Hier können wir schon einen Gurt drauf machen. Super. Sagen wir, nehmen noch einen so eine Stiege mit. So.
Weiß ja nicht, wie lange sich das hält. Wenn wir rauskriegen. Wie schnell sich das verdirbt oder ob man das. Da. Ja, perfekt, super, aber, doch, geht. Nein, Quatsch, das war der falsche Knopf. So, ich wollte einfach nochmal zumachen hier. So, genau. So, dann versuchen wir das mal hier in den Markt zu bringen. Erste Lieferung im Biomarkt. Wir haben 500 Erdbeeren. Wow. Na gut, wir können glaube ich auch hier lang fahren. So. Und sogar eine Anzeige, ob die Ware beschädigt ist. Ah, schade, ich dachte, ich kann abkürzen. Tja, wir sind einfach zu zeitig auf. Da wird wahrscheinlich auch der Markt mal, der Laden noch nicht offen haben. Das ist natürlich bescheiden. Wir müssen wohl ein bisschen die Zeit vorskippen. So. Ja, der Laden scheint noch geschlossen zu sein. So, da vorne ist ein von 9 Uhr. Naja, komm. Dann skippen wir das Ganze mal vor. Kann ich ein bisschen loswerden? Ach, ich hab's verkauft. Wow, das ist ja nice. Das gefällt mir. Sehr fein. So, dann können wir bestimmt noch eine zweite Fuhre machen. Wir haben ja genug da. Genau, da holen wir noch den Rest. So machen wir das. Super. Das ist ey Schuhe, welche Farbe. So, na Quatsch, ausmachen, Motor. Ja. Lade mir noch den Rest auf. Wahrscheinlich wieder was noch dazugekommen. Wie sieht's aus mit Erdbeeren? Nö, da ist nichts. Ich brauche länger.
Salat haben wir hat und tatsächlich haben wir auch noch ein bisschen Blumenkohl. So, machen wir noch die Fahrt noch. Aha. Ups. Perfekt. Ja. So, warte mal, hier müssen wir erstmal lösen, die ganze Geschichte hier. Das Ding auch lösen. So. Ja. Oh mein Gott. Wir wollen uns ja hier nicht den ganzen Tag beschäftigen, nur mit das Rauf und Rein. So. Na guck, ja. Flug. So. Ah, Quatsch. Immer komme ich auf die falsche Taste. So. Ah, guck an, und da ist schon wieder ein Kohl. So schnell geht das. Hey! Gehen wir nochmal hoch auf die Ladefläche. So, warte. Sachte. Ja, okay. Geht alles. So, passt. Super. Gurken, haben wir Gurken angebaut? Stimmt, wir hatten ja auch noch Gurken. Die erste Gurkenscharge. Ja, nice. So. Das Band mal drum. So, gieß mal nochmal eine Runde, würde ich sagen. Und dann fahren wir das Ganze nochmal. Hier haben wir genug Wasser noch drauf. Hier können wir auf jeden Fall Wasser gebrauchen. Bei den Erdbeeren. Die scheinen sehr süffig zu sein.
Wie sieht's hier aus? 133 Liter, 144 Liter Wasser. Ja, ja. Wir gönnen den Erdbeeren mal ein bisschen mehr Wasser. Ah, das ist immer so eine dreckige Sache hier. Ah. So, ah, schon leer. Okay. 100 Liter passen rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir 134. Wo ist jetzt? Ja. So, hier haben wir 144. Also 200 Liter passen ja maximal auf dem Feld. Ah, warte. Und hier haben wir... Oh, ach, 200 Liter. So. Gut, dann fahren wir das Ganze jetzt hier noch zum Hofladen nochmal, das Ganze. Genau. So. Sperren wir uns den Garten hier ab. Ja. So. Ja. Sollte sich hier eigentlich noch ein Band drauf setzen? Okay. Jetzt ja, genau. So sieht's aus. Und auf zum Hof. Uiuiuiui. So. Servus. So, super. Haben wir es verkauft? Ne? Servus. Ja, nimm hin. Servus. Einsteigen. Oder? Muss ich noch 2 Meter ranfahren? Jawohl, okay. So. Dann fahren wir noch fix zum Hof zurück. Das ist ja geil. Also kann man schön mit dem Schrebergarten auch eine kleine müde Mark sozusagen verdienen. Das gefällt mir. Das ist toll. So. So. Warten wir das Auto hier. Und ich bedanke mich für das Dabeisein. Ich wünsche euch was und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, bye bye, euer Flokasi.